Souveräne Spitzenteams, aber auch solche, die straucheln. Der 17. Spieltag steckt voller Überraschungen. Die Rollen sind klar verteilt beim Gastspiel von Schlusslicht Neuhof beim Tabellenzweiten Frankfurt. Die Gastgeber in Weiß werden auch direkt ihrer Favoritenrolle gerecht. 5. Minute. Wenig spielt flach in den Strafraum, Pandorf behindert den eigenen Torhüter und Harpet Godra schiebt ins leere Tor ein. Alles wie erwartet, der Favorit führt früh und der Außenseiter liegt zurück. Neuhof hält gut dagegen, doch nach dem Seitenwechsel spielt jetzt wieder die Eintracht. Lun passt präzise zu Amiri, der Routinier legt quer und Youngster Schäfer stolpert den Ball ins Tor. Frankfurt führt standesgemäß und Frankfurt führt verdient. Wir springen in die Schlussminuten. Neuhof mit einem hohen Einwurf in den Frankfurter Strafraum, den kann die Eintracht nicht klären. Mirza Kovac flankt und Bruder Farudin Kovac köpft am langen Pfosten ein. Schnell den Ball aus dem Tornetz holen und weitermachen. Vielleicht geht ja noch was für den Außenseiter in der Nachspielzeit. Kurz darauf in der 91. Minute hat Frankfurt den Ball und ich frage mich, was macht Kasaniti da? Statt abzuspielen, rennt er die Auslinie entlang aufs eigene Tor zu. Bei seinem unpräzisen Rückpass muss Torhüter Horz herauseilen. Der klärt gleich zweimal, doch wieder ist der Ball bei Neuhof. Mit zwei schnellen Pässen geht's Richtung leeres Tor. Mirza Kovac zieht ab und schlägt den zurückgeeilten Horz übers kurze Eck. Neuhofer Ekstase. Der Außenseiter trifft zum Ausgleich in allerletzter Minute. Innerhalb von 2 Minuten verschenken die Adlerträger leichtfertig einen sicher geglaubten Heimsieg. Nach dem Pokal aus unter der Woche im Achtelfinale gegen Stadt Allendorf möchte der FC Gießen in der Lotto Hessenliga seine Erfolgswelle weiterreiten. Der Start gehört schon mal den Gastgebern in Rot. Meingart tanzt unter Flockenbachs Heckhoff aus und schlägt Torhüterschütz im 1 gegen 1. Die frühe Führung für den FC Gießen in der 4. Minute. Keine 10 Minuten später spielt Demura Bial Hochrichtung unter Flockenbacher Strafraum. Meier klärt schlampig zur Seite. Dadurch kann Gießen den Angriff fortsetzen. Meingart auf Demura Bial. 2 zu 0. Nach dem Seitenwechsel spielt Gießen in Unterzahl, da Assar kurz vor der Pause mit Rot vom Platz musste. Trotzdem bleibt der Tabellenführer die dominante Mannschaft. Meingart zieht Richtung Tor. Noch vor der Strafraumkante hält ihn Meier an der Schulter und erst im Strafraum fällt Meingart. Ein glücklicher Elfmeter für den FC. Gorbunov tritt an, verzögert und vergibt den glücklichen Elfmeter unglücklich. Gießen lässt sich aber von der Unterzahl nach wie vor nichts anmerken. Mangafitsch zieht in die Mitte und schließt traumhaft ab. Genau wie einst Arjen Robben, nur von der anderen Seite. Unter Flockenbach spielt in Überzahl. Ich betone das bewusst noch einmal, denn man sieht davon überhaupt nichts. Mangafitsch zieht Richtung Strafraum, spielt auf den langen Pfosten und da schiebt Meingart ein. 4 zu 0. Doppelpacker Meingart bejubelt sein 6. Saisontor. Ecke in der 76. Minute. Hagley verlängert per Kopf und Kireski muss dann nur noch einschieben. 5 zu 0. 2 Minuten vor Schluss ist der FC Gießen immer noch nicht satt. Rodriguez spielt vors Tor und Pekesen verwandelt mit der Hacke. Der Spitzenreiter weiter im Höhenflug gewinnt das 7. Spiel in Folge. Der FC Bayern Alzenau hat den Abstiegskampf angenommen und ist zuletzt 5-mal ungeschlagen geblieben. Auch im Heimspiel gegen Dietkirchen zeigt die Barletta-Elf in Weiß von Anfang an Einsatz. Durch aggressives Pressing gibt es den Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Seike stark im Dribbling legt ab auf Marcel Wilke. Der Kapitän überwindet Torhüter Lauchs zum 1:0. Freistoß Dietkirchen. Kratz flankt in den Strafraum und Nils Bergs köpft zum wichtigen Ausgleich ein.
Nach der Pause stürmen aber wieder die Bayern. Gnomut hält drauf und Lukas Fächer staubt ab. Der wichtige Brustlöser für den FCB in einem bis dato ausgeglichenen Spiel. Alzenau ist jetzt sichtlich von der Führung beflügelt. Lukas Fächer lässt vier Dietkirchener Verteidiger alt aussehen und spielt einen Zuckerpass auf Paul Seikel. 3:1 Bayern Alzenau. Wenig später folgt ein Entlastungsangriff des TuS. Der eben eingewechselte Cazzeroni zieht in den Strafraum und Serkan Panka bringt ihn zu Fall. Schiedsrichterin Julia Beuke entscheidet auf Elfmeter. Es kommt zum Duell der Torhüter. Dietkirchens Lauchs gegen Alzenaus Endres. Und der Sieger ist die Latte. Dietkirchen verpasst den Anschluss und läuft in der 77. in einen Alzenauer Konter. Wilke spielt scharf in den Strafraum und Moses Nickmann überspielt unhaltbar den eigenen Torhüter. Ein Eigentor, das doof aussieht, für das Nickmann aber nur wenig kann. Unter höchstem Druck von Angreiferfächer musste er an diesen Ball gehen. Dass der dann so ins eigene Tor fliegt, ist Pech. Dietkirchen rutscht weiter unten rein, während Alzenau sich ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen aufbaut. Hanau ist im Derby gegen Erlensee bereits seit der 17. Minute in Unterzahl, denn Kapitän Ünal wurde wegen einer Notbremse vom Platz geschickt. In der 30. Minute gibt es einen Freistoß für die 93er in Weiß. Christian Bejic verwandelt den direkt. Das Team in Unterzahl führt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kommt Erlensee durch einen Einwurf nach vorne. Dams Flanke wird abgefälscht und fällt Sebastian Wagner vor die Füße. Der Mittelfeldspieler sorgt für den Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpfiff. In der zweiten Hälfte fallen keine weiteren Tore und Erlensee holt zumindest einen Punkt gegen den Abstieg beim Tabellenvierten. Mit Bagus und von Butler sind beim SV Steinbach sowohl die etatmäßige Nummer 1 als auch die Nummer 2 im Tor verletzt. Unter der Woche hat die Vereinsführung gehandelt und den 31-jährigen Sebastian Ernst verpflichtet. Ernst hat sich einst beim Nachbarverein Hünfelder SV einen Namen gemacht, seit 2 Jahren hat er allerdings kein Mannschaftstraining bestritten. In der 5. Minute attackiert Stadt Allendorf in Schwarz das Tor des neuen Keepers. Damian Häuser lässt Bott ins Leere grätschen und verwandelt zur frühen Gästeführung. Gleich beim ersten Schuss auf sein Tor muss sich Sebastian Ernst geschlagen geben. Ein verpatzter Einstand, auch wenn sich der neue Schlussmann hier nichts vorwerfen lassen muss. Die auch abseits der Torhüterposition von Ausfällen geplagten Steinbacher laufen gegen den Tabellensechsten viel hinterher. Andrej Markovic hält einfach mal drauf und verwandelt seinen Distanzschuss zum 2:0. Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte kommt der Vorjahresvize mit einem langen Ball Richtung Steinbacher Tor. Rolf Satorov im Zentrum steht frei vor Ernst und verwandelt zum 3:0. Für keines der Gegentore kann Ernst etwas, trotzdem ist der Einstand natürlich alles andere als zufriedenstellend. Für dezimierte Steinbacher gab es gegen den Vorjahresvize heute nichts zu holen. Beim FSV Fernwald droht die einstige Positiv in eine Negativspirale umzuschlagen. In der 3. Minute stürmt der FC Eddersheim in Rot. Eine Flanke in den Strafraum verwertet Nils Kohlbacher, der davon gleich 2 Verteidigern viel zu halbherzig gedeckt wird. Durch den Rückstand droht Fernwald nach 6 Siegen jetzt das 3. sieglose Spiel in Folge. Der FSV drückt mit vielen Abschlüssen auf den Ausgleich, doch der Ball will einfach nicht rein. Stattdessen zieht jetzt Eddersheims Kohlbacher aufs Tor. Torwart Kleinheider stoppt ihn durch ein Foul. 11 Meter für die Gastgeber. Hendrik Dechert tritt an. Fast macht Torwart Kleinheider seinen Fehler wieder gut. Er hat die Hand am Ball, aber kann das zweite Gegentor doch nicht verhindern. Der FC Eddersheim gewinnt mit 2:0 und die Abwärtsspirale des FSV dreht sich weiter.
Der Aufsteiger vom TSV Steinbach 2 zu Gast beim Tabellendritten Friedberg. In der 12. Minute gibt es eine Ecke für die Gastgeber in Schwarz. Alic Usic trifft per Kopf zur frühen Führung für den Favoriten. In der 30. Minute kommt Imek mit Tempo. Pöpperl kann da nicht mithalten und kommt zu spät. Der Mittelfeldmann trifft nur den Gegenspieler Imek, der den Ball zu diesem Zeitpunkt bereits abgespielt hat. Elfmeter für Friedberg. Das ist ein Fall für Toni Reljic. Der verwandelt platziert zum 2:0. Toni Reljic gleich wieder im Mittelpunkt. Bekommt den Ball an der Strafraumkante und trifft zum 3:0. Der Doppelpack innerhalb von 4 Minuten beschert dem Offensivspieler das 13. Saisontor. Kurz vor der Pause meldet sich auch Steinbach in der Partie an. Flanke Pöpperl, die verwertet Sebastian Schneider zum Anschluss. Nach wie vor läuft die erste Halbzeit und wieder stürmt der TSV. Pöpperl wird von Knecht und Henrich in die Mangel genommen und geht dann zu Boden. Erneut gibt es einen Strafstoß, diesmal für die Gäste. Goldbach mit der Chance zum Anschluss schießt am Tor vorbei. Es folgt der Abstoß nach dem vergebenen Elfmeter. Steinbach bringt den unter Kontrolle und kann umschalten. Pöpperl erneut vor dem Tor überwindet Torhüter Koop. Dem TSV gelingt doch noch der Anschluss vor dem Pausenpfiff. In der zweiten Halbzeit verteidigt Friedberg jedoch seine Führung und greift in der 84. Minute nochmal an. Marvin Hartmann ohne Bedrängnis schiebt die scharfe Friedberger Hereingabe ins eigene Tor. Steinbach am Boden präsentiert sich gut beim Tabellendritten und muss sich nach einem starken Aufbäumen doch geschlagen geben. Die Premiere von Hadamars Interimstrainer Ralf Schuchert ließ sich letztes Wochenende schon gut an. Das Team hat Moral gezeigt und nach einem 0:2 Rückstand beim TSV Steinbach noch einen Punkt geholt. Zur heutigen Heimpremiere gastiert Waldorf. 61. Minute, Einwurfspezialist Fusuhene wirft den Ball weit in den Strafraum und Marian Dillmann verlängert per Kopf ins Tor. Es bleibt beim 1:0, Schucharts Heimpremiere gelingt und Hadamar holt 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Im Kellerduell zwischen Griesheim und Weidenhausen starten wir in Halbzeit 2. Griesheim in Weiß im Vormarsch. Janda legt quer, Kazimi schießt und Patrick Stumpf staubt ab. 1:0 für die Viktoria. Nur eine Minute später erkämpft sich Weidenhausen vor dem Griesheimer Strafraum den Ball zurück. Gonnermann und Krug legen quer, ehe Jan Gerbig zum Ausgleich trifft. Die Partie endet mit 1:1. Der KSV Baunatal hat sich nach 9 Spielen ohne Niederlage in der Spitzengruppe der Lotto Hessenliga festgesetzt. Gegen Waldgirmes kommen die Baunis in Rot Ende der ersten Halbzeit gefährlich vors Tor. Klein und Berninger Bosshammer legen quer. Am langen Pfosten verwandelt Leon Recker. Nach seinem Hattrick vom letzten Wochenende setzt das Talent aus der eigenen Jugend seine Trefferserie fort. Für die bessere Hälfte gibt es beim Jubel ein Küsschen. Nach dem Seitenwechsel bringt Bartelt einen Freistoß hoch in den Strafraum. Fürstenau verlängert den mit dem Hinterkopf ins Tor. Der SCW gleicht aus. Keine Minute später gibt's einen Freistoß auf der anderen Seite. Johann Klein sichert den Ball auf dem Flügel, tanzt Louis Stefan aus und schlägt Torwartbus am kurzen Pfosten. Der Rückhalt des SCW sieht da nicht ganz glücklich aus. Krängel mit einem ganz weiten Einwurf. Schmier hat freie Bahn, doch statt zu schießen entscheidet er sich für einen missglückten Hackenpass. Im Rückraum lauert Nicolai Lorenzoni, 3:1 Baunatal. Die Baunis bleiben zum 10. Mal in Folge ungeschlagen und halten sich in der Spitzengruppe.
Tore satt am 17. Spieltag. Der höchste Sieg gelingt Spitzenreiter Gießen gegen den SVU klar und deutlich mit 6:0. Ansonsten zeigt sich die Liga ausgeglichen. Mit Neuhof, Erlensee und Hadamar können einige Underdogs gegen Top-Teams punkten. In der Tabelle sichert sich Gießen Platz 1. 4 Punkte vor Friedberg, die an Frankfurt vorbei auf Platz 2 ziehen. Hanau, Baunatal und Stadtallendorf trennen jeweils nur 3 Punkte vom Relegationsplatz. In der unteren Tabellenhälfte schafft sich Bayern Altenau auf Rang 11 ein komfortables Polster zu den Abstiegsrängen. Neuhof und Erlensee holen zumindest einen Punkt und geben damit die rote Laterne zum 6. Mal in dieser Saison an den TSV Steinbach 2 ab. So langsam verschwindet der Vorsprung von Top-Torjäger Maximilian Zuckriegel. Friedbergs Toni Rejic fehlt nur noch ein Tor, um gleichzuziehen. Ab Donnerstag könnt ihr die nächste Bude des Monats wählen und am Montag folgt dann wieder die Torshow. Bis dahin kommt gut in die neue Woche.